Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier zum Arsch. Ja, Hackschnitzel für unsere Produktion. Immer dabei, ne? Machen wir die Handhänge voll. Die Leute sind drei Fahrzeuge unterwegs, das müsste reichen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich die gepflanzt habe. Die Eichen. Jedenfalls zur gleichen Zeit wie die Fichten. Das ist eigentlich nicht logisch, normalerweise. Also eine Fichte wächst deutlich schneller. Eine Eiche ist eigentlich bekannt für langsam wachsen. Ne? Wird sozusagen von der Buche überholt. Ne? Deswegen gibt es halt Buchenwälder und keine Eichenwälder mehr. Wer ist schuld? Der Mensch. Das ist der Vorteil. Weil der Mensch in seiner Siedlung immer alles gerodet hat. Meistens durch Brandrodung sogar. Weil das ganze Holz konnte er ja nicht gebrauchen. Und Holzasche macht halt den Boden fruchtbar. Also hat er die Wälder praktisch abgeholzt durch Brandrodung überwiegend, und wenn der Boden unfruchtbar wurde, ist er weitergezogen und da war halt die Buche schneller wie die Eiche, ne? Also wenn ein Wald, also wenn eine Backte, ist nicht schlecht der Geräusch hier. Jedenfalls ist dann entsprechend irgendwann das fertiger. Da mal richtig einen Baum fallen sehen, ne? Das ist eine Eiche normalerweise, das hartes Holz, das ist schönes Holz. Schönes Holz. Aktiv senken. Wenn wir in die erste Bahn sind, ne? Oder wecken wir uns wieder noch im Weg hier, ne? Bisschen ungünstig. Fallen, meine ich jetzt, ne? Ja, nehmen wir den einen Stück mal weg. Ja, fast voll. Ich kaufe mal Bäume. Und zwar über diesen Mal. Wenn wir mal, wir brauchen wieder Eiche. Aber Eiche so viel, ne? Ich kaufe mal einmal Eiche. Und einmal Fichte. Das ja, der Vorteil ist ja, dass die praktisch, habe ich kein Fahrzeug frei, ne? Weil die müssen hier gleich bepflanzen, in Anführungszeichen. Wo sind die?
Wieder alle. Ja, mit fünffacher Geschwindigkeit, da kommen die hinterher. Da geht's schon los. Den checken wir gleich los. Und der holt dann praktisch wieder Mist und will an die rückwärts hochfahren. Kommt aber nicht. Schwache Brust. Muss ja die BGH immer schön betreiben, nicht mehr schön. Strom und Geld verdienen dabei, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ach so, na gut, okay. So sollte auch sein normalerweise. Das wäre zu schwach. Was bekam ich gerade Geld? 17 Uhr. Kann sein, wie ja. Tja, das ist die erste Rapsaussaat, ne? Wir holen mal Dünger. Raps wird ausreichen, denke ich mal. Raps haben nur ganz kleine Körner. Erst Dünger und dann nachher Saatgut. Entschuldigung. Umgekehrt macht keinen Sinn, wie so ein Saatgut kaufen würden, also Dünger kaufen würden. Ne? Mal Ratsrau nicht reinhauen. Der ist fertig. Ja, Produktion, das ist, tja, komm nicht hinterher, ne? Wenn ich jetzt auf 2 Tage einstelle, dann ist es noch ein Tag Juli. Das wäre ungünstig. Aber wenn ich umstelle, dann im Winter. Und dann ist alles andere, also die Ernte fertig und dann ist nicht mehr tragisch. Da müssen die Schweine wieder länger warten auf Futter. Und wir haben keine Kartoffeln, keine Rüben, kein Mais, also Körnermais. Kann man außer auch nicht beginnen, das ist noch ein bisschen ein Tag zu früh. Laden liefern, das muss schon einer da sein. So, hier soll Raps rein. Hier wird viel Dünger reingehen. Das machen wir gleich mal. Modus fertig. Ah, das ist das dit? Ne, das ist dit. Das ist hier. Das ist Feld 16, würde ich meinen. Wir werden 15, 16 nehmen, das passt immer. Dann wird nämlich hier ruhig das Silo nehmen. Müsste eigentlich mit Dünger am besten, ne? Also, oder? Hat der andere Punkt einen Punkt? Weiß ich nicht. Der kann beides. Falls wir brauchen sollten. Aber noch nicht. Noch nicht.
böse Bräuche. Baum umgefallen, wenn es zu sehen war. Ist voll, ne? Jo, ne. Ist noch nicht voll. Dann aber auch umfällt, ne? Aber er ist ja verschwunden. Na, wo bist du? Manchmal ist wie verhext, ne? Macht's ja so am besten. Und auch ein Rätsel, wie es ist, ne? Ich hab mal die Fräse nicht programmiert, also mit denen haben sie nicht gerechnet, mit den Geräuschen. Hier ist ein Rehauflauf. Hier die Melde. Böses Unkraut. Muss man halt rausreißen, ne? Im Garten geht das. Und tschüss. Aber wir pflanzen erst, wenn alles wirklich gefällt ist. Ne? Sonst gibt es unterschiedliche Reifegrade oder Ungünstig.
wird. Ja, der Steve Kettensäger, ich mal gesehen, und Doku. Da werden Magnesium auf Gehäuse. Magnesium brennt sehr schnell. Auch unter Wasser. Mitnehmen. Ja, das wird uns also mich eines Tages auch betreffen. Wenn es mal eines Tages im Rentenalter geheizt haben möchte, dann werden wir wahrscheinlich immer auf voll zurückgreifen. Nur mal halt beantragen, wenn man fällen darf, und dann ist viel bezahlen. Oder man kauft sich halt gehacktes Holz, also Geholz, was im Prinzip noch gackern muss, ne? So, wo sind die alle? Ich habe ja mal das ist gekalkt, ist fertig. Also hier soll, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwas mit Dinkel oder Gerste oder dergleichen oder Sekal oder sowas, ne? Hier werde ich keine Fruchtfolge groß einhalten können. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche halt diese ganzen Getreidesorten halt. In einer bestimmten Fläche will ich auch noch Obstplantagen aufstellen. Aber das wird genauso schwierig. Weil da fehlt mir aktuell das Geld dafür, und ich werde auch eher noch die Schulden zurückzahlen müssen. Anführungszeichen, sonst kommt irgendwann mal kräftig die. Der. Wenn die Zinsen so stark steigen, dann kommst du bald, dann hast du plötzlich Schwierigkeiten. Dann musst du plötzlich das so viel kosten. Dann musst du den loswerden. Ne? Jetzt wird es ein bisschen kriminell. Ich brauche jetzt eine Förderbinde. Oder ich kipp das mit dem Radlader einfach dahin. Richtung Förderband. Geht auch. Das ist die PGH. Wieder Mineralfutter, alles weg. Das ist schlecht. Muss ich Mineralfutter kaufen. Einen freien Hänger frei, ne? Ich muss ja auch das Silo bald frei bekommen. Ja, ich dachte, es geht. Ich dachte, das geht. Geht das? Nein, auch nicht.
Als Förderband aktiv. Dann geht das nicht. Geht's hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, da muss ich es einfach lassen. Das ist ungünstig. Also muss noch ein bisschen warten. Dann kann ich auch gleich hier noch die Aussaat gemacht werden. Und die ist fast fertig. Oder sie. Ich war da. Auch nicht zu sehen, ne? Ein bisschen so machen. Hat sich alles verrutscht. Bin gegengekommen. Noch ein Förderband kaufen. Machen wir gleich. So viele Input. Aber lassen wir so. Mal sehen, ob wir Förderband holen mit dem Traktor. Aber getragen kriegen wir es ja nicht, ne? Blockiert. Dieter-Modus. Kennen wir gar nicht. Dann werde ich auch näher wahrscheinlich irgendwann mit Saatgut und Dünger hier arbeiten. Also hier, das Ding hat ja zwei Kammern. Schaltung. Bin immer gespannt, ob meine Dings da wollte was liefern, ne? Kommen wir jetzt hier rein oder kommen wir da besser von dort? Dort ist besser, glaube ich. Aber ja, gut. Von der anderen Seite. Wasser schlucken die doch immer noch. Aber die schmeißen halt nichts raus, ne? Ich hab nicht schon Ewigkeiten so eine halbe Palette. Gut, Solar dauert ein bisschen länger vom Wachstum her.
Die blühen noch nicht mal. Die Tomaten. Und die Erdbeeren sind noch. Müssten eingelagert sein. Und hier. Müssten auch eingelagert sein. Aber shit läuft. Ich hatte ja das vergessen. Es fällt mir immer wieder ein, was ich jetzt sagen wollte. Mit der Lenkung nicht klar, weil er sowieso blöd lenkt. Aber die BGH muss ja liefern, ne? Ein bisschen Geld verdienen. Und das Silo muss auch leer werden für die Zukunft, dass wir hier entsprechend her alles voll, Mist ist einigermaßen voll. Rüben haben wir alle keine. Aber die Silage haben wir jetzt da. Und ja, Grassilage, muss man sehen, dass der nächste, wenn das Gras dann wächst, dass wir da entsprechend auch mal Grassilage machen können. Schlecht, ne, wenn sie sich hier über den Haufen fahren, ne? Das ist mit scharf eingestellt, deswegen ist das so. Wer hat da einen Zaun hingemacht? Gibt ja jetzt einen neuen Mod, also ist noch eine Beta-Phase. Na gut, hier in der Ecke ist eh blöd. Überall gemolt werden muss ich ja auch nicht. Ne? Und hier wird in der Ecke auch ein Probleme geben. Also ein Zaun würde mit der Zeit verrotten, ne? Muss man zu sagen, ne? Und wenn ein Zaun keine Funktion hat, dann wird es keiner den entsprechend nutzen, ne? Also wird keiner den reparieren oder... Da, Mensch. Kaffee. Cappuccino! Und war es kalt. Aber ist schon leer. Das Blöde ist ja bei Rüben und so. Die Ernte ist ja recht spät. Da kann man früher nur irgendwas einpflanzen. Denk mal Hafer. Wir müssen hier einige Felder lassen für Rüben und Kartoffeln. Ich weiß nicht genau, wie viel und wie lange das brauchen, also wir brauchen werden. Also die Menge an Rüben und Kartoffeln, keine Ahnung. Aber, ich sag mal eins, damit ihr fertig. Ich sage schon Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier. Marsch. Tschüss. Noch lange nicht fertig, ne, oder?